Im Gegensatz zu dieser Waffe. Ah. Ach, nehmen wir doch mal die. Die gefällt mir sowieso ganz gut. Eine Seele. Ui. So. Was ist das jetzt? Da ist der Pfeil. Cool. Jetzt ist der Pfeil wieder weg. Hm. Da hinten ist noch Leben. Aber wenn wir da sind, haben wir bestimmt genauso viel verloren, wie wir dadurch kriegen würden. Deswegen werde ich das mal lassen. Also weiter im Text. Hm. Oh, die Kerzen kann man nicht ausmachen. Schade. Verschwende ruhig noch deine letzte Munition. Ist ja. Liegt hier überall welche, ne? Nein. Zack. Muss man hier doch noch so ein bisschen klettern und so. Hm. Ja, wir laufen einfach mal. Mal gucken. Ah. Ist ein schöner Anblick. War das hier jetzt gerade einfach nur... Was ist das? Ich renn weg. Und da warten. Ein paar halbwüchsige. Ui, die können noch tanzen, wenn sie tot sind. Komm. Oh. Yeah. Laufen wir hier noch einmal drum rum? Vielleicht finden wir noch irgendwas. Nein, finden wir nicht. Aber das hätte ja sein können. So. Das sieht aber schäbig aus jetzt. Naja. Ein paar Bälle. Ein Stoffschwein. Das ist das Horrorschloss. Und jetzt sind die kleinen Jungs zu kleinen Mädchen geworden. Außerdem leckt das hier gerade. Aus irgendeinem Grund. Oh. Hier geht's also weiter. Warum sind hier so viele Safe Points? Oh, Geister. Mhm. Sollen wir wohl über diese Treppe irgendwo hin? Da ist gerade irgendwo was gespawnt. Hallo. Kleiner Mann. Scheint auf jeden Fall hier so eine Geister. Immerhin sind die Skelettritter weg, die Armbrustritter. Hui. Die ist aber lustig geflogen. Ein toller Shotgun hier. So, und weiter nach oben geht's nicht. Dann geht's vielleicht aber weiter nach unten. Schauen wir mal. Nein. Stirb. Ja. Hier gibt es... Irgendwie gefällt mir das hier nicht so. Ich kann nicht genau sagen, warum. Da kommen wir nicht hoch. Ich zumindest nicht. Der pinkelt an die Wand. Habt ihr das gesehen? Der pinkelt an die Wand. Immer noch. Auf damit. Uah. Was macht man doch eigentlich? Stellt sie doch nicht einfach irgendwo ins Wohnzimmer oder ins Kinderzimmer hier und pinkelt an die Wände. Einfach kein sowas. Was war das? Das ist schon ziemlich abgedreht, was hier passiert.
Hier ist ein Klassenraum. Mit irgendwelchen Gleichungen. Den Lehrer haben sie wahrscheinlich umgebracht, nehme ich mal an. Oder der läuft hier auch noch als Zombie rum. Man weiß es nicht. Auf zu zocken. Oh, aber die so langsam nerven mich diese komischen kleinen Viecher. Oh, was haben wir denn hier? Muss ich hier wohl mal. Freeze! Was können die denn? Außer auf nichts laufen. Das sind echt komische Gegner. Ah, neue Shotgun-Munition, das ist sehr gut. Da hängt eine Seele in der Decke. Das ist ein Abfluss für das Blut. Irgendwelche Folterinstrumente, hier stehen einfach eiserne Jungfrauen. Ja, jetzt müssen wir wohl wieder zurück. So wie das aussieht. Und dann... Da! Hallo! Was haben wir hier? Das Esszimmer. Oder so. Ja, das sieht nach einem Esszimmer aus. Zum Abendbrot gab es ein paar leckere Stoffschweine. Jedem das seine. Ah, das hat sich sogar noch gereimt. Und alles, was sich reimt, ist gut. Wenn die brennen, kann man sie wahrscheinlich nicht einfrieren. Irgendwo auch ein bisschen logisch. Geh weg. Oh, da geht's weiter. Was haben wir hier? Die Speisekammer? Ja, irgendwie sowas. Auf jeden Fall Rüstung. Und das ist der Batscher. Oh. Ich glaube, der hat schon wieder einen Motherfucker gesagt. Wenn die das nicht sagen, dann irgendwas, was sich so ähnlich anhört. Kommt der hier rein? Oder sind wir hier sicher? Nein, sicher sind wir hier nicht. Der hat einen Fuß auf dem Rücken. Praktisch. Wenn man mal, so irgendwo rumliegt, kann man noch ein bisschen... Nee, ist auch egal. Der Kerl hält auf jeden Fall einiges aus. Mal einfach eine Waffe nehmen, die ein bisschen schneller schießt. Guck mal, damit können wir ihn ein bisschen verwirren. Oder auch nicht. Schon wieder gesagt. Also so langsam hat er doch genug, oder? Kann nicht sein, dass er hier gleich meine ganzen Waffen verschossen. Außerdem, so läuft es sich doch auch bestimmt relativ schlecht. Hallo! Da müssen wir hier irgendwas anderes machen. Kann nicht sein, dass er so viel aushält. Ich laufe mal weiter. Gleich wirklich sämtliche Munition verschossen. Das kann's ja irgendwo nicht sein. Der läuft einfach weiter hinter uns her. Ist okay. Bevor ich gleich gar nichts mehr zum Schießen hab. Ich glaube, ich muss mal gerade hier ein Kärtchen einsetzen. Trotzdem noch. Also könnten wir in der Ruhe hier ein bisschen aufräumen. Ah ja, der Berserker-Modus
wäre natürlich jetzt ganz cool, wenn wir dann vielleicht den damit kaputt kriegen. Nein, der ist unbesiegbar. Ich laufe. Bitte? Nein, ich nicht. Ich laufe hier wieder raus. Ja, also das ist wirklich entweder ein Bug oder... Kriegt auch... Der blutet auch nicht. Ja, was machen wir denn jetzt? Wahrscheinlich müssen wir den besiegen, damit wir weiterkommen. Weil die Tür da unten nicht aufgeht. Ich laufe nochmal zurück. Vielleicht haben wir ja was übersehen. Und sonst weiß ich auch nicht. Und hier ist auf jeden Fall auch noch einer. Eigentlich muss man ja gar nicht alle Gegner töten. Sicherungskasten. Eine Suppe. Hier ist aber nichts. Damit können wir dem ja auch nichts tun. Keine Ahnung. Oder gibt's hier jetzt... nicht zu blöd? Ist er jetzt tot? Nein, er ist noch hingefallen. Jetzt! Also... Das war doch nicht normal. Das war nicht normal. So. Ganz ruhig und hier unten geht's weiter. Eine neue Waffe. Was ist das? Boah, ein Flammenwerfer. Abgefahren. Was ist denn das? Oh, nu. Müssen wir jetzt mit dem irgendwas machen hier? Aha. Okay. Wenn er meint. Scheint auf jeden Fall eine ganz witzige Waffe zu sein. Und eine neue Gegnertype ist da. Menschen in Zwangsjacken. Oder irgendwie sowas wie Menschen. Sind wahrscheinlich keine mehr. Aber vielleicht waren es immer welche. Oh, springende Zombies. Ist alles dabei heute. Oh. Dieser Typ eben, da kommen wir nicht drüber weg. Kann nicht sein, dass das, dass der wirklich so viel, so viele Hitpoints besitzt. Durch das Portal gehen wir gleich. Wir sammeln erstmal die Seelen ein. Oh, haben wir ja schon. Zack. Schlaflos. 136 von 140 Monstern. Ah, ja. Gut, und ich würde sagen, wir machen dann nächstes Mal an dieser Stelle weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen.